Der Kurs ist fertig erstellt. Bevor ich ihn veröffentliche, verschaffe ich mir einen kurzen Überblick. Mit Drag and Drop ändere ich die Reihenfolge meiner Folien. Mit dem Veröffentlichen bereite ich den Kurs zur Verwendung auf einem Webserver, mobilen Gerät oder Lernmanagementsystem vor. Das Ergebnis kann ich gleich im Browser ansehen. Jetzt kann ich den Hotspot ausprobieren, den ich vorhin erstellt habe. Ich wechsle in die Kursübersicht. Hier kann ich zu anderen Lernobjekten navigieren. Wie im Content Studio gibt es noch eine zweite Darstellung des Kurses. So sieht der gesperrte Bereich für Lerner aus, solange sie die Voraussetzungen dafür noch nicht erfüllt haben. Die Kursstruktur wird im Browser ebenso übersichtlich wie im Content Studio dargestellt.